Sie sind hier, 29. August 2018, 15.20 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Noel Mikaelian, er in seinem letzten Kampf gegen Isia Thomas Urheberrecht Getty Images Köln. Noel Mikaelian startet bei der World Boxing Super Series im Cruisergewicht und trifft auf den an Nummer 1 gesetzten Ex-Weltmeister Mairis Briedis. Der deutsche Boxprofi Noel Mikaelian, Hamburg, gehört zum achtköpfigen Feld in der zweiten Saison der World Boxing Super Series im Cruisergewicht. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. In seinem Viertelfinalkampf trifft der gebürtige Armenier Mikaelian im Oktober oder November auf den an Nummer 1 gesetzten Ex-Weltmeister Mairis Briedis aus Lettland. Mikaelian, der zuvor unter dem Namen Gefor bekannt war, absolvierte in seiner Karriere bislang 24 Kämpfe und gewann 23 davon. Seinen letzten Kampf bestritt der 27-Jährige im September 2017 gegen den US-Amerikaner Isia Thomas, den er nach Punkten besiegte. Gürtel werden wohl vakant. Erst im Juli hatte der Ukrainer Alexander Usyk das Cruisergewichtsfinale der ersten Ausgabe des Turniers gegen den Russen Murat Gassiev gewonnen und alle vier Titel der großen Verbände WBC, WBO, IBF und WBA vereinigt. Usyk boxt im November gegen den Briten Tony Bellew. Danach wird der 31-Jährige aller Voraussicht nach ins Schwergewicht aufsteigen. Gegen Bellew wird mit einem Rücktritt gerechnet, weshalb die Gürtel wohl wieder vakant werden. Kämpfe der World Boxing Super Series in der Übersicht: Kampf 1, Mairis Briedis, 24-1,18 Kos gegen Punkt. Noel Mikaelian, 23-1,10 Kos. Kampf 2, Junier, The K.O. Dr. Dorticos, 22-1,21 Kos gegen Matthäus, Masternak, 41-4. 28 Kos. Kampf 3, Christoph Glucker, Glowacki, 30-1,19 Kos gegen Maxim, The Kill, Vlasov, 42-2,25 Kos. Kampf 4, Ruslan Pfeiffer, 23-0,16 Kos gegen Andrew, The Beast, Tabiti, 16-0,13 Kos, von Sportinformationsdienst.